Die Stadt Schweinfurt ist bei uns im Land als Faschingshochburg eher nicht bekannt. Und doch erscheint hier souverän ein fastnachtliches Phänomen, das mancherlei Erfolg verbucht und in Franken seinesgleichen sucht. 9 Prunksitzungen, immer voll. Nur eigene Leute, einfach toll. Hohes Niveau bis weit nach 12. Das alles ist die schwarze Elf. In den Vereinen zeigt man sich betrübt, dass es kaum noch Rednernachwuchs gibt, die länger in der Fasnacht bleiben oder selber gute Reden schreiben. Kein Wunder, wenn man sie zum Test selbst im eigenen Verein erst gar nicht auf die Bühne lässt. Denn solchen Jungtalenten muss man eben auch die Chance zur Entwicklung geben. Und es ist nicht der Weisheit letzter Schluss, dass die Jugend gleich perfekt sein muss. Die schwarze Elf hat in der Sparte Gardetanz selbst keine Garde. Doch eine Tanzgruppe mit Tänzern eben hat's fast immer schon gegeben, die tänzerisch mehr als man meint auf der Bühne jung und alt vereint. Und auch das Turnen immerhin sorgt hier als Fasnachtsdisziplin mit Höchstleistungen voller Schwung für stürmische Begeisterung. Die schwarze Elf entstand ja kaum einfach so aus dem luftleeren Raum. So fanden sich denn auch bei Zeiten gestandene Persönlichkeiten, die die schwarze Elf bewegten und zum Teil bis heute prägten. Vor allem prägte exemplarisch Hans Driesel uns hier literarisch, dass große Freude draus erwachs, als Präsident und als Hans Sachs. In Franken merkt man Stantepede die hohe Kunst der Büttenrede, eins der Fasnacht bestes Stück. Die zieht sich immer mehr zurück, weil viele keinen Reim mehr drechseln und Fasnacht mit Comedy verwechseln. Bei der schwarzen Elf wird unentwegt auf die Bütt noch sehr viel Wert gelegt. Hier kommt der Reim noch voll zum Zug, denn Ungereimtes gibt's genug. Die schwarze Elf hat noch ein Ziel. Wir pflegen auch das Fasnachtsspiel. Wie bei Hans Sachs zu alten Zeiten werden menschliche Gepflogenheiten mit Augenzwinkern doch gewitzt, hier dargestellt und zugespitzt. Und kann man Elemente finden, den Gesang auch noch mit einzubinden, dann mündet all das mit Hallo in eine bunte Fasnachtsshow. Uns schwarzen Elfern ist schon lange vor der Zukunft gar nicht bange. Denn Tradition heißt hier seit Jahren, nicht die Asche zu bewahren, sondern die Flamme zu erhalten und für die Zukunft zu gestalten. So wirkt die schwarze Elf auch heiter, modern und traditionsreich weiter. Wir werden ihr noch viel verdanken. Grad auch die Fasnacht hier in Franken.